Hallo, ich bin Angelika Frey. Ich bin vom Gabriel Palacios ausgebildet und diplomiert und zertifiziert. Ich habe eine Praxis, die heisst Praxis zum Punkt. Das heisst, ich bringe Sachen gerne auf den Punkt. Ich habe die Ausbildung beim Gabriel Palacios besonders einzigartig gefunden, weil er absolut authentisch war. Er hat Situationen erzählt, wo er in schwierigen Situationen war und trotzdem konnte authentisch bleiben. Und er hat uns sehr ermahnt, auch authentisch zu bleiben, jegliche Schwächepunkte nicht zu zeigen, sondern einfach über das hinwegzugehen und sich selber bleiben. Seine Unterlagen waren fantastisch, genau, präzise, und er ist auf alle Fragen eingegangen. Für mich sehr wertvoll war, dass er mich als Handikapierte mit einbezogen hat, weil ich eine Rollstuhlfahrerin bin und B, ein kognitives Defizit habe. Und er hat mir sehr geholfen, trotzdem mitzukommen, hat mich sehr unterstützt und gesagt, dass ich das schaffe. Was mich fasziniert, ist, dass man, wie ich gerne den Klienten sage und den Klientinnen, dass man mit dem Unbewussten telefonieren kann. Das heisst, das Unbewusste hat man Zugang über Vorstellungen und Gefühle, über Bilder, die auftauchen. Und dann ist das Denken total ausgeschaltet, weil man immer so im entspannten Zustand ist, dass man keinen Einfluss mehr darauf hat. Dadurch kann man die Problematik erkennen oder sich kommt ins Bewusstsein und dann kann man etwas machen. Ich behandle in meiner Praxis als Hypnosetherapeutin vor allem Schmerzpatienten, dann aber auch psychosomatische Erkrankungen und ungeklärte Krankheiten, wo man nicht weiß, woher etwas kommt. Das gibt oft eine Entlastung für diejenigen, die leiden. Mein schönstes Erlebnis als Hypnosetherapeutin war die Glückseligkeit von einer Person, die ein Ja zum Leben gefunden hat. Die war in einer völligen Lebensverweigerung. Und es hat lang gebraucht, ich habe viel Geduld gebraucht, aber wir haben es zusammen geschafft, bis sie das Ja gefunden hat. Am meisten geschätzt beim Gabriel Palacios habe ich seine Grosszügigkeit. Nicht nur seine Unterlagen waren sehr fundiert, man hat auch einen Blog bekommen, beschriftet mit Gabriel Palacios. Finde ich toll, da hat man die gerade in die Unterlagen reinlegen. Er war sehr, sehr grosszügig mit Zwischenmahlzeiten in der Pause, Kaffee, Tee und immer ganz feines zubereitetes Wasser. Und immer hatte ich das Gefühl, ich bin absolut willkommen. Ich persönlich habe die Abschlussprüfung schwierig gefunden, aber wenn man gut vorbereitet ist, ist sie überhaupt nicht schwierig. Es hat knifflige Fragen, man muss genau überlegen und man muss ein gutes fundiertes Wissen haben. Aber ich finde es absolut gerechtfertigt und von dem her ist sie gar nicht schwierig. Er, durch die Hypnosetherapie-Ausbildung, konnte ich meine Schmerzen so weit reduzieren, dass ich ohne Betäubungsmittel schlafen konnte. Das war für mich unglaublich.